Schuster, bleib bei deinem Wagen, wie man so schön sagt. Schusterwagen, da vorn steht was. Ist das der Schusterwagen? Da sind schon mal. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Sind schon mal Schuhe drauf abgebildet? Vielleicht finde ich ja was. Richtig, gute Idee. Einfach mal umsehen. Was haben wir denn hier? Keine Schuhe schon mal. Dafür war ein Wolf. Bastard. Kommt der denn? Wölfies. Komm her. Da ist doch noch einer. Die haben doch auf mich gewartet. Die haben mir eine Falle gestellt. Mit einem umgekippten Wagen. Gerissene Wölfe sind das. Da sind doch noch mehr. Hey. Wildhunde. Ja, genau. Au. Lass ihn mich erst einmal beißen, um seine Stärke zu testen. Sowieso Level 1. Ja. Kann noch ein bisschen Fleisch rausschneiden. Da ist noch einer, den muss ich jetzt aus Qualitätsgründen auch noch umnieten. Ach, und da hinten ist noch einer. Den muss ich natürlich aus Gründen der Selbsterhaltung ebenfalls umbringen. Und wenn ich bei dem bin, sehe ich wahrscheinlich noch einen roten Punkt am Horizont. Ne, das war der letzte. So, ich bin ja auch den Menschen, die hier leben, verpflichtet. Ich kann ja nicht einfach irgendwelche Wildhunde am Leben lassen, die dann später die armen Leute hier wegkuscheln. So, dann noch den Kalk und da auch. Da. Da auch. Danke. So, und ich war hier noch nicht fertig. Ja, da ist eine Spur, das sehe ich sehr wohl. Aber hier sind natürlich noch irgendwelche Bündel und Kisten. Beziehungsweise nur Bündel. Mit Fläschchen drin. Warum sind da keine Schuhe drin? Ich dachte, das ist ein Schuhhändlerwagen. Schuster-Dings. Kampfspuren. Jemand wurde niedergeschlagen und davon geschleift. Wer würde denn einen Schuhhändler angreifen? Oh, ein Schuh. Wo sein Träger wohl ist? Ja. Beim nächsten Schuh noch ein Schuh. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Offenkundig, ja. Sag bloß, der Schuhhändler, der hier entführt wurde, der ja der Spion ist, hat eine Spur aus Schuhen gelegt. Wo sein Träger wohl ist. Ich muss einer Spur aus Schuhen folgen. Das heißt, wer immer diesen Schuhhändler dort überfallen hat, oder diesen als Schuhhändler getarnten Spion, dem ist nicht aufgefallen, dass der als Schuhhändler getarnte Spion 800 Schuhe in der Hand hatte und die Stück für Stück fallen gelassen hat, um eine Fährte zu legen. Guck mal, so viele Schuhe, das muss doch auffallen, wenn er die noch alle in der Hand hat, um damit eine Spur zu legen. Aber gut, wir folgen mal den Schuhen. Da ist noch ein Schuh und da ist noch ein Schuh. Hier den Hügel. Oh, da oben ist... Da ist eine Kreatur. Was macht der hier? Ein Troll. Und Skelette liegen hier auch. Und Schuhe glänzen. Steht vor einem Haufen Schuhe. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln ich. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Geil. Die Schuhe wachsen wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Oh, weißt Mann. Du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock? Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Bäh, Dünnmann. Ock sagen Mann, Schuhe machen. Für Ock, Pock und Rock Schuhe machen. Brauchen Felstrolle Schuhe? Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Die wollen wie Menschen sein und sich deshalb Schuhe machen lassen und haben deshalb einen Schuhmacher entführt. Die sind gar nicht mal so dumm, diese Felstrolle. Bis dann.
Eventuell muss ich seine beiden Kollegen. Hier muss eine Trollhöhle finden. Ja, ja, ich bleib einfach da. Irgendwo muss eine Trollhöhle sein. Da oben ist, sehe ich doch einen Höhleneingang. Sehe ich doch von hier. Beziehungsweise ich sehe ihn auf der Karte. Da unten. Ah, ja, genau. Das ist also die Trollhöhle. Hier wachsen Pilze. Pilze, die wie Schuhe aus dem Boden wachsen. Wo gibt's denn sowas? Und dunkel ist es auch. Ein tödlicher Plan. Finde den Schuster in der Trollhöhle. Ich habe ja so die Befürchtung, dass ich eventuell gegen die beiden Trolle jetzt kämpfen muss, auch wenn mir das leid tut, weil ich gerade ihren Kollegen getroffen habe, der ganz nett und friedlich war. Was zur Hölle? Du. Schon gut. Willst du's nicht versuchen? Wer bringt denn Schimpfwörter bei? Was ist denn da los? Wir müssen wohl mit etwas Einfacherem anfangen. Ich muss kurz nachdenken. Was? Wir fangen mit was Einfachem an. Ja. Der bringt den Trollen das Fluchen bei. Warum? Es ist lustig. Aber warum? Ich glaube, es ist Zeit, dass ich mich mal vorstelle. Guten Tag, die Herrschaften. Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluchen beigebracht. Geralt! Mensch, das die ist zwei ja kennen sich! Wer sollen? Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Kannst ja versuchen. Ich wäre wirklich nur ein zäher Bissen. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard! Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch und Kopf, Taler schwanzen. Ah, die haben schon so viel von ihm gelernt, so wie das aussieht. Und anscheinend kennen wir diesen Taler. Ich kenne ihn nicht. Ich habe auch die ersten beiden Teile nicht gespielt. Vielleicht kennen wir ihn daher. Ich weiß es nicht. Aber Gary und er scheinen alte Kumpels zu sein. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Taler nicht gehen! Taler Schuhe machen! Was habt ihr mit euren blöden Schuhen? Taler hier bleiben! Du Schuhe haben! Bockschuhe nicht haben. Bock nicht haben. Bock nicht haben. Da hat er natürlich recht. Die haben keine Schuhe. Taler Schuhe machen. Taler los. Soll ich ihn Ich versuche einfach mal ein bisschen diplomatisch zu sein, anstatt den gleich zu drohen, glaube ich. Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Ja, das ist eine gute Idee. Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Verfickt nochmal. Seht euch eure Füße an. Die sind scheißriesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. So sieht's aus. Schuhe Bock für und Rock für? Ja, Rock vor zwei können wir auch mitbringen. Paar für jeden von euch Arschgesichter. Taler gehen,
aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Ich muss zugeben, Alter, die haben vollen Rattarm. Ich denke selten an Rinder. Und umgekehrt. Außerdem sind Hexer sehr gut. Ich muss noch mal kurz durch diese Höhle streifen und sehen, ob wir eventuell noch was Brauchbares rumliegt. Da hinten sind zum Beispiel Kisten. Seht ihr? Habt ihr die Kisten gesehen? Ich habe die Kisten gesehen. Die muss ich ja unbedingt noch haben. Oh, ein Wolfsfell. Und, Geralt, möchtest du da eventuell... Geralt, was machst du da? Sollst du da nur an die Truhe ran? Unten im Manuskriptseite für verbessertes Reliktöl. Das kann ich lecker noch vorm Fernseher trinken. So, jetzt können wir gehen. Thaler. Eskortiere Thaler, aber gerne. Das sind niedliche Tiere, diese Eskortiere. Hier steht noch eine Kiste, aber... die kann ich nicht öffnen. Anscheinend ist die leer. Okay. So, Thaler, wollen wir dann mal raus? Wo soll ich dich denn ganz hin eskortieren, wenn ich das mal so fragen darf? Und warum beeilst du dich nicht? Jetzt lauf halt, da sind Trolle. Böse, fiese Trolle, denen du das Fluchen beigebracht hast. Ja, lauf ruhig durch mich durch. Ich bin halt gar nicht da. Es nervt mich, dass der sich nicht beeilt. Da ist noch eine Truhe. Hätte ich ja beinahe übersehen. Überlegenes Drakonidenöl. Es ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Leber Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. Macht anscheinend Spaß. Wie läuft das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer. Ich bin still, halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln. Kartoffeln sind lecker, yo. Mach's gut. Ja, mach ich die meiste verdammte Zeit über. Danke. Gut, dann eskortiere ich dich mal weiter. Lass dir ruhig Zeit. Wir haben's nicht eilig oder so. Oh, warum rennt er denn nicht? Das verstehe ich nicht. Soll ich mal vorrennen? Rennt er dann hinterher? Nö, der behält sein gemächliches Spaziertempo bei. Mann, Junge. Schwing Hufe, hacken in Teer. Ach, da ist gar kein Teer. Das ist wahrscheinlich das Problem. Müssen wir jetzt zu seinem Wagen gehen oder so eventuell? Ist der nicht hier in der Nähe, in relativer Nähe? Da unten. Da ist der Wagen. Da müssen wir ihn bestimmt hin eskortieren. So. Denn, da oben ist schon wieder so ein roter Punkt. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Sehr gut, sehr gut. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ork und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Das will ich ja wohl hoffen. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Okay, verstehe. Das kann ich respektieren. Alles okay. Du warst Hehler in Vysimar. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Offenkundig, ja, mit seinem Wagen. Kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Der ist auch hübsch mit einem riesigen Schuh oben drauf.
Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Und da bist du sofort zur Stelle und hörst eventuell noch ein paar interessante Details über die Marschroute der Armee. Wie praktisch als Spion. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, bestimmt, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Das wäre unschön. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Du auch. Ha. Alles klar, dann geht der Plan ohne mich weiter. Das war ja auch so abgemacht, dass ich nicht direkt am Mord beteiligt bin, sondern nur etwas Aufklärungsarbeit leiste und den guten Thaler finde und ein paar Hunde abschlachte. Das war ja so ausgemacht. Wo kommen die denn schon wieder her? Ich war doch vorhin erst hier und habe alles umgebracht, was kreuchte und fleuchte. So, nix mit Wildhunden hier. Aus. Pfui. Ja, es sind ja auch nur Pixelhunde. Die tun ja eigentlich niemandem was. Aber egal. So, haben wir das Ding auch geklärt. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch, was hier in der Nähe ist? Das meiste geht schon wieder in Richtung... Ist entweder Kartenspielen, wo ich nicht so scharf drauf bin, oder es geht nach Skellige. Finde Gremis Werkstatt. Ah, das Rätsel der Morde von Kleinweg. Ja, besiege die Ghule im Dorf. Das müssen wir auch noch klären. Die Bestie von Ehrendorf, der Herr des Waldes, tödliche Wonnen. Oh, da sind ja noch einige Sachen. Und noch ein paar Dinge, die über meinem Level sind. Oh, ich bin bald Level 21. Guck mal, da fehlt nicht mehr viel. Besiege die Ghule im Dorf. Ah, ich erinnere mich, da war ich mal und die brachten mich alle um, wenn ich mich recht entsinne. Und ich entsinne mich immer recht, denn ich bin ein Rechtentsinner. So, Galgenhügel ist nah dran, da gehe ich mal zur, Dings. Zum Wegweiser und dann wollen wir mal sehen, ob wir nicht ein paar Ghule häckseln können. Und dann, wenn wir die Hexermission hier auch noch geklärt haben, dann gehen wir bald nach Skellige. Ich verspreche es. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir gehen irgendwann mal nach Skellige und irgendwann gehen wir auch mal nach Skellige. Das muss ich mir selbst auch immer wieder einreden, damit ich es glaube. So, da. Guck mal, da ist auch noch ein Fragezeichen. Geil. Kleinweg. Ist ja nur ein kleiner Weg bis dahin. Und da müssen wir böse Ghule besiegen. Oh, da ist ja schon einer. Hallo, Überraschung. Zwei sind da sogar. Es wird aufgeschlitzt, Kinder. Wie früher bei Muttern wird hier aufgeschlitzt und angezündet. Huh, yeah. Finde die überlebenden Dörfler, ja. Ist da gleich. Jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Muss natürlich erstmal die Reste einsammeln, das ist ja wohl klar. So viel Zelt muss sein. Huch. Hallo? Ah, da geht doch eine Tür auf. Das habe ich genau gehört. Ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Du was? Ich tippe mal auf zwei. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Dann zieh ich dir die Haut ab. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Kunde das Dorf mit dem deinen Hexersinne. Ja. Die.
Ich meine, das sind Ghule, sind Leichenfresser. Die kommen, um Leichen zu fressen. Das heißt, das waren Ghule. Die haben da das Schwein getötet. Okay. Ghule haben das Schwein getötet. Aber was ist mit den Nilfgaardern, die hier waren? Bewaffnete Nilfgaarder, die wurden noch nicht von Ghulen getötet, oder doch? Irgendwas verheimlichen die mir wirklich. Diese Verheimlicher da oben, die zwei. Haben die Nilfgaarder getötet? Auch unwahrscheinlich. Bewaffnete Soldaten und das sind einfache Dorfbewohner. Kann sein, dass sie sich wehren wollten, aber ich vermute mal... Das waren Ghule. Achso, das habe ich gerade schon untersucht. Eher nicht so mit Erfolg, ne? Irgendwas geht hier doch vor sich. Irgendwas geht hier doch vor sich. Und ich finde das schon raus.